Herzlich willkommen bei Feuerwehr Willi, das bin ich. Heute zum Thema Bockleiter bauen. Wir werden jetzt gemeinsam eine Bockleiter bauen aus einer Steckleiter. Wir benötigen dafür zwei Steckleiterteile. Ich habe jetzt hier mal ein A-Teil und ein B-Teil genommen. Kurz, damit ihr gleich einen Unterschied nochmal habt. Ein A-Teil erkennt man daran, es hat zwei Sprossen mehr im Gegensatz zum B-Teil. Und ein B-Teil hat auch hier Absperrbolzen. Die hat ein A-Teil nicht, okay? Eine vierteilige Steckleiter besteht aus einem A-Teil und drei B-Teilen. Wisst ihr. So, wir brauchen dafür noch zwei Leinen. Ich habe jetzt zwei Leinenbeutel aus dem Fahrzeug genommen. Später werden wir das Ganze erweitern und mit Hilfe des Standrohrs und den Leinenbeutel eine andere Konstruktion noch hinzufügen. Kommen wir aber noch zu. Wir bauen jetzt erstmal die Bockleiter. Los geht's. So, ich habe die beiden Leiterteile jetzt so hingelegt, als wenn ich es jetzt zusammenstecken würde, ja? Das A-Teil jetzt hier zwischen und ich würde normalerweise jetzt zusammenstecken verriegeln, weil ich diese ganz normal als Leiter benutzen wollte. Mache ich aber nicht. Wir bauen jetzt ja eine Bockleiter, wie gesagt. Dafür hebe ich die beiden Teile jetzt an und stelle die so ineinander. Normalerweise macht man das mit Handschuhen, der Hinweis, und natürlich zu zweit, mit zwei Kameraden. Aber ich wäre nicht der Feuerwehrwilli, wenn ich das nicht alleine hinkriegen würde, kurz für euch. Okay, also die Bockleiter steht hier so. Und wir müssen jetzt das Ganze natürlich ein bisschen stabilisieren. Es hält zwar einigermaßen, aber damit das auch hier nicht auseinander geht, werden wir es jetzt sichern. Und zwar mit zwei Mastwürfen, ein links, ein rechts, um die Leiterhäume drumherum. Los geht's. Man kann jetzt auch dafür gekürzte Leinen nehmen. Also das, manche haben so abgeschnittene Enden extra präpariert für die Bockleiter. Habe ich jetzt extra nicht genommen, damit ihr auch seht, dass man das ganz normal mit den Leinen auch machen kann, die man auf dem Fahrzeug hat. Ne, also den Leinenbeutel runter und jetzt den Mastwurf. Wie ihr ihn schon kennt, einmal unter durch, dann kreuze ich das hier, zack, Mastwurf. Das reicht schon. Ich mache immer automatisch, seid mir nicht böse, einen Spierenstich hinterher. Das gehört bei mir immer mit dazu. Okay, Mastwurf Nummer 1. Mastwurf Nummer 2. So. Spierenstich. Das reicht jetzt erstmal schon mal. So. Wir müssen jetzt nur verhindern, dass die Leiter, ich sage mal, einen Spagat macht. Nicht das hier. Jetzt müssen wir jetzt hier in den Sprossen, ich stelle es extra ein bisschen spitze auf, werde jetzt hier gleich zwischen den Sprossen was zwischenbinden. Wie ihr das macht, ob ihr noch einen Leimbeutel nehmt, ob der hier ein Mastwurf hier, da an der Sprosse, Zimmermannsknoten, von mir aus eine Schleife macht, ist egal. Hauptsache es hält. Ich werde jetzt die Leine nehmen, die wir eh schon haben. Ich werde jetzt hier erstmal einen Mastwurf rummachen mit Leimbeutel. So. Und hier durch. Sieht ein bisschen wirr jetzt aus, ist es aber auch. Nein, also das ist der Mastwurf, wie ihr ihn kennt. Einmal fest, das hält schon mal. Hier ist natürlich Wabbel-Wabbel, egal. Und jetzt spanne ich hier rüber. Wie gesagt, was ihr macht, ist egal. Ich mache jetzt mal zur Abwechslung mal einen Zimmermannsknoten, dass wir den auch mal gesehen haben. Hier durch. Was ist jetzt passiert? Das hat sich ein bisschen umgeschlagen. Ihr seht hier zwei Windungen. Ich mache noch mal eine dritte. Ich brauche es gleich ein bisschen stramm. So, Zimmermannsknoten fertig. Ziehen jetzt mal ein bisschen stramm. So, und dann legt er sich hier gleich so rum. Hier seht ihr das, ne? Jetzt zieht er sich stramm. Zack, und wenn ich jetzt ein bisschen auseinanderziehe, haben wir die Wirkung, die wir wollten. So, schaut euch mal von da vorne an. Ihr könnt jetzt wunderbar, das legen wir einfach mal hier vorne hin, beiseite, wunderbar diese Bockleiter nutzen. Jetzt kann ich mir zwei Anwendungsbeispiele vorstellen, vielleicht kennt ihr noch mehr. Die eine wäre jetzt, man würde dieses Kreuz nutzen, um hier Schläuche rüberzuführen. Wenn wir zum Beispiel einen hohen Zaun haben, wo wir rüber müssen, kann man wunderbar hier oben rübergehen mit einem Schlauch oder
hier durchgehen mit dem Schlauch, über einen Gegenstand, der vielleicht kaputt gehen kann. Irgendein Maschendrahtzaun, der labil ist, und kaputter Zaun, den wir nicht noch kaputter machen wollen. Einfach um das Gewicht des Schlauches abzufangen. Okay? Oder, und dazu kommen wir jetzt, die Schachtrettung. Und wie eine Schachtrettung aussieht, zeige ich euch gleich. Wir brauchen mal kurz die Konstruktion. Erweitern mal die Bockleiter um dieses Standrohr. Und dieses Standrohr legen wir einfach hier oben drauf. Schaut mal hier vorne her. Ich habe jetzt hier die Standrohr so hingelegt, dass der Griff von der einen Seite des Holms ist und die B-Kupplung auf der anderen Seite. Dadurch kann das gar nicht mehr weg. Und hochrutschen wird es von allein nicht. Ihr könnt das gerne Machswurf hier machen, irgendwie rumwickeln, fixieren könnt ihr gerne machen. Ihr werdet sehen, dass es so auch funktioniert. Und zwar ist das eine, ich sag mal, eine Umlenkrolle für Arme oder die MacGyver-Umlenkrolle in der Feuerwehr. Weil wir können jetzt mit noch einer Leine diese Bockleiter wirklich jetzt nur eben für eine Schachtrettung. Ich werfe jetzt hier die Leine rüber. Und ihr seht wunderbar, ja, jetzt natürlich die richtige Leine nehmen. Ihr seht hier wunderbar, dass man hier oben jetzt eine Umlenkrolle geschaffen hat. Ne? Machen wir jetzt aber nochmal über den Schacht, damit ihr es euch besser vorstellen könnt. Los geht's. Feuerwehrwilli hat sich für euch auch jetzt Handschuhe angezogen. Wir machen jetzt mal eine Schachtrettung. Das heißt, ich habe die Bockleiter jetzt mal über den Schacht aufgebaut. Ganz normal, es hängt schon eine Person im Seil. Ich habe das mal ein bisschen gesichert. Also die Standrohr ist letztendlich nur eine Umlenkrolle. Das heißt, ich lenke die Kraft nur um. Ich habe jetzt keinerlei Kraftersparnis. Das heißt, wenn da unten jetzt 50 Kilo dran hängen, muss ich hier auch mit 50 Kilo ziehen. Ne? Gut. Nebenbei, ich bin mein Freund von Ordnung. Das heißt, der Leinbeutel beiseite. Hier sind immer so Haken dran. Finde ich immer gut, wenn man das einfach hier so irgendwo hinhängt. Dann stören die Leinbeutel nicht. Okay. Bockleiter und jetzt ist hier das Seil oder die Leine über das Standrohr runter in den Schacht. Der Kamerad unten drin hat Rettungsbund angelegt mit Pfahlstich und Spierenstich. Ihr kennt das ja alles. Habe ich hier bei der Konstruktion so auch gemacht. Bin jetzt natürlich alleine und versuche das jetzt so gut darzustellen, wie es geht. Das heißt, man zieht die Person mit zwei Kameraden dann hoch. Ich ziehe jetzt mal. Da ist der Kamerad. Ich gehe mal zu euch. So. Ich habe die Person jetzt gerettet. Man sieht hier sogar einen Rettungsbund angelegt, ne? An der Person. So hier, Rettungsbund mit Pfahlstich und Spierenstich, ne? Nicht zu verachten. So, wir haben den Kameraden rausgezogen, das heißt, jetzt können wir das Ganze mal runterziehen, den Geretteten hoffentlich fachmännisch versorgen und verarzten. Wie gesagt, hier die Umlenkrolle könnt ihr, glaube ich, ganz gut erkennen, ne? So. So, ich habe den Knoten mal, der da unten festgemacht war, damit mir das Ding einfach nicht abschmiert, habe ich jetzt mal kurz gelöst. Man kann also jetzt die Leine hier ziehen. Ne? Könnte jetzt den Verletzten an der Seite retten und verarzen. Ne? Okay, das heißt, man kommt hier gar nicht zu zweit durch den Schacht. Man hat in so einer Schachtrettung gar keine Möglichkeit, jemanden hochzuheben oder was, wenn jemand bewusstlos ist und die Muskeln alle schlaff sind, kriegt ihr den da niemals raus. Ne? Ihr müsst das also sozusagen die Person retten mit einer Leine, die man hochzieht und dann idealerweise halt mit so einer Umlenkrolle. Ne? Okay, Bockleiter mit Standrohr. Okay, super. Klasse. Oder wie gesagt, man nutzt diese Bockleiter, um hier einen Schlauch rüberzuführen. Jetzt hier zum Beispiel über einen Stacheldraht. Natürlich, wenn hier Druck drauf kommt, streckt sich das viel mehr, ne? Ne, dass man da sozusagen sicher über den Zaun gehen kann. Entweder so einen ganz hohen oder man nutzt diese Bockleiter, um über einen kleineren Zaun rüber zu gehen, indem man einfach hier durch so eine Sprosse den Schlauch führt, ne? Zum Beispiel. Ja, wir beide wollen uns von euch verabschieden. Schönen Dank fürs Reinschalten. Daumen hoch. Freut mich, wenn ihr unseren Channel abonniert oder meinen. Wir danken hier R3, D3 fürs Mithelfen. Ja, schaltet wieder ein. Ich habe noch ein paar Videos reingestellt, wie ihr einen Mastwurf machen könnt für die Konstruktion. An sich ist es aber ganz einfach. Okay? Super. Schönen Dank fürs Einschalten. Euer Feuerwehrwilli. Bis dann. Ciao. Ne, mein Freund?